Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zu Detektiv Conan. Heute kümmere ich mich mal hauptsächlich nur um die weiblichen Charaktere in Detektiv Conan. Und zwar aus dem Aspekt, mit wem ich gerne befreundet oder zusammen wäre. S-Rang ist, mit dem ich mir eine Beziehung vorstellen kann. A-Rang ist Freundschaft. B ist neutral. C ist, dass ich sie nicht unbedingt treffen will. Und D ist, dass ich sie überhaupt nicht gerne in meinem Leben hätte. Nur bei manchen Charakteren ist es so, dass ich teilweise sind noch nicht genug kenne. Und diese kommen dann auch in D. Das werde ich dann zusätzlich erwähnen, weil ich mir zu diesen noch kein Bild machen konnte. Auf jeden Fall mit so einer RAN könnte ich es mir gut vorstellen, befreundet zu sein. Weil RAN ist einfach sympathisch. Und was ich in Detektiv Conan so mitbekommen habe, ist RAN wahrscheinlich eine extrem gute Freundin, bei der man sich sicher und wohlfühlen kann. Dann haben wir hier diese Nanico, mit der stehe ich neutral gegenüber, weil sie nervt mich nicht. Sie ist mir nicht unsympathisch, aber ich habe bisher von der noch zu wenig gesehen, um sie richtig in mein Herz zu schließen. Dann Ai Haibara möchte ich überhaupt nicht in mein Leben haben, weil die wirkt so toxisch und so oft, wie sie bisher Conan angelogen hat, das macht sie richtig unsympathisch. Und mit Sachen vorspielen, wie zum Beispiel, als er gesagt hat, schon mehrfach behauptet hat, dass Professor Agasa angeblich tot sei oder so. Und dass sie einem Freund irgendwie Chili in die Unterhose packt, nur weil ihn sie nackt gesehen hat, weil er gedacht hat, dass irgendwas passiert war, als sie geschrien hat und er sie beschützen wollte. Und sie hat auch noch nie wirklich gegenüber Con für das, was ihn bisher alles erreicht hat, Dankbarkeit gezeigt. Dann mit Wermut wäre ich sehr gerne gut befreundet. Weil eine Frau mit so einer Aura, das wäre schon eine gute Freundin, die auch was Gefährliches an sich hat. Und mit wem ich noch gut befreundet gerne wäre, ist Sonoko. Weil ich glaube, sie hat so einen Charakter, dass sie sogar mich zum Shoppen gehen motivieren könnte. Was ich bisher noch nicht oft mitbekommen habe, dass jemand so ein was hat, das mich schafft, zum Shoppen zu motivieren. Dann Yukiko würde ich auch sehr sympathisch finden. Nur sie ist mir manchmal etwas zu aufgedreht. Aber mit wem ich definitiv gerne aus der Detektiv Conan-Welt zusammen wäre, wäre Masumi. Weil ich habe nämlich eine Schwäche für Frauen mit so kurzen Haaren, die so verwuschelt aussehen. Ich würde ihr wahrscheinlich in der Beziehung sehr oft durch die Haare wuscheln. Einfach weil es sich gut anfühlt. Oder nee, das ist Sato. Aber mit Sato könnte ich mir auch gut vorstellen, zusammen zu sein, weil sie eine gute, starke Persönlichkeit hat. Aber hier, das ist Masumi. Die sehen sich hier auf den beiden Bildern sehr ähnlich. Und mit Kobayashi könnte ich mir auch noch gut vorstellen, zusammen zu sein, weil sie ist so eine liebevolle Lehrerin. Also ist sie in der Beziehung wahrscheinlich auch sehr liebevoll. Und warum haut mir meine Stimme gerade ab? Chianti eher weniger.
Die ist mir zu ungeduldig und ein Sniper muss geduldig sein. Zu Yoko Okino stehe ich wie in den meisten Fällen neutral. Aber Azusa hätte ich auch eventuell gerne mit der zusammen zu sein. Sie kann nämlich gut kochen. Und gut kochen ist schon mal toll. Und mit Jody würde ich mich wahrscheinlich auch in einer Beziehung gut verstehen. Vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, wie tough sie ist. Und ich hoffe, dass sie irgendwann sich rächen kann. Auch wenn es mir ein bisschen leid tut für Wermut. Aber ich hoffe, dass sie Wermut nicht umbringt, sondern dass sie ihre Rache mit einmal anschießen oder so dann geregelt ist. Dann Shiomiya no mag ich genauso wenig wie Aihaibara, weil das ist ja im Prinzip ein und dieselbe Person und ich finde die beiden einfach unsympathisch. Hier stehe ich neutral zu. Yumi, nee, die säuft mir zu viel. Das ist anstrengend. Dann haben wir hier Kasua ist neutral. Die ist mir oftmals zu schnell angepisst. Und Mary Sarah auch neutral. Dann haben wir hier Rumi Wakasa. Die nervt mich eher mehr mit ihrer gespielt tollpatschigen Art, anstatt dass sie einfach sagt, ja, ich hab halt mal Kampfsportunterricht genommen. Und das dann als Ausrede nutzt. Weil sie könnte eine be deutlich bessere Ausrede. Aber wen ich sehr mag, ist Jiri. Dessen Namen ich zwar gerade nicht auf dem Schirm habe. Aber das, was ich von den zwei neuesten Folgen gesehen habe. Wie die mit dem Motorrad umgeht und wie sie Con respektiert. Genial. Und hier bei der weiß ich noch nicht mal warum genau, aber ich würde sie auf B packen. Dann kommen jetzt hier die ist mir unsympathisch, die Mutter von Sonoko. Da mag ich ihren Onkel deutlich lieber. Den hat eine angenehmere Ausstrahlung. Und ich mag auch nicht die Mutter von Heiji. Die wirkt mir viel zu streng. Und überhaupt nicht liebevoll. Mit Curaçao wäre ich schon gerne befreundet, da sie ja eine recht tragische Geschichte hat. Sie bräuchte mal ein paar Freunde. Und hier den Rest der. Ah, hier, das ist wahrscheinlich Akemi. Und die kommt auf denselben Platz wie Ran. Ehrlich gesagt finde ich manchmal, dass ein so eine gute Schwester wie Akemi nicht richtig verdient hat. Weil im Vergleich zu Ai ist Akemi so richtig gutherzig. Und hier die letzten. Also hier, die mag ich überhaupt nicht, weil sie anderen ihre Liebe aufzwingen will. Und sowas finde ich immer richtig unsympathisch. Liebe ist etwas, was aus freien Stücken entsteht und nicht, was man aufzwingen kann. Und ich glaube, hier, die kann ich außen vor lassen, weil die kenne ich noch zu wenig, um eine emotionale Bindung auszugehen. Auf jeden Fall kann ich hier zu ihr schon mal sagen, dass ich sie schon cool finde, weil sie extrem intelligent gewirkt hat. Und wie sie so präzise damals Tennis gespielt hat in dem Holmes-Offenbarungs-Arc, um Con die Botschaft mitzuteilen.
Hut ab. Aber sonst habe ich hierzu der Tierlist nicht mehr viel zu sagen. Dann sage ich wie immer Tschüss. Meinungen und Ansichten gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.